Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Test. Mein Name ist Oliver, schön, dass ihr meinen Kanal gefunden habt. Ja, ich war auf dem Weg, weiße Farbe zu suchen und wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, ich habe tatsächlich welche gefunden. Gott sei Dank, ich bin hier Ewigkeiten rumgerannt. Das kann sich gar keiner vorstellen, wie weit wir von unserer Heimat weg sind. Aber egal, wir haben welche gefunden, alles gut und ein bisschen Dings habe ich auch gefunden. Sag schon, da unten, Papyrus, da kam gerade auf so ein Wort nicht. So, ich würde sagen, wir fahren hier schön viel weiße Blumen ab und dann gucken wir mal weiter, ne? Ja, und schön ist es hier, ne? Richtig klasse, finde ich. Bin vorhin durch eine riesige Wüste gelaufen, die war also richtig beeindruckend. Das war alles so bergig hier, aber halt dieser rote Wüstenstein, das sah einfach nur genial aus. Ja. Aber jetzt haben wir es ja geschafft, wie gesagt, und gleich porte ich mich nach Hause und, was war das? Weiß keiner so genau. Ach, da lädt ein bisschen neue Landschaft und ich sollte mal aufhören zu rennen. Ja, es ist schon sehr, sehr schön hier. Gibt's nichts. So, mal einen Happen essen und noch einen Happen und noch einen Happen und noch einen Happen. So, jetzt bin ich satt und jetzt habe ich nichts mehr. So, jetzt haben wir wieder genug. Dann würde ich sagen, nehme ich die Gurken auch noch mit. Einfach, weil es geht. Und ja. Das haben wir schon, ne? Ja. Es sieht schon krass geil aus. Also, mein Test macht mittlerweile richtig, richtig schöne Welten, finde ich. Nichtsdestotrotz, wir wollten uns Richtung Heimat und glaube ich eigentlich, dass ich das doch so ad hoc wiederfinden würde. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als hier weg, wieder wegzuporten. Was ich jetzt auch tun werde. Und zwar. Ja, go home. Sehr schön, da sind wir wieder. Fern der. Wieder in der Heimat, wollte ich sagen. Oh Gott, nicht fern der Heimat, sondern wieder in der Heimat. Und da rennt natürlich schon wieder ein Creeper rum und der rennt genau vor meiner Hütte. Was ich richtig klasse finde. Hey, Arschgesicht. Hey. Oh, ja, super. Falsche Taste erwischt. Ich glaube, ich werde das mit den Minecraft-Mobs wieder sein lassen, weil irgendwie, es geht mir so um Drömmel. Guckt euch das an, habe ich ein Glück, dass der meine Meseschaltung nicht hingemacht hat. Es ist echt zum Heulen. Ja, super. Hallo Kuh. Vielleicht kann ich auch nur die Creeper ausschalten. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir jedenfalls was einfallen lassen. Es leckt, das ist das eine, das was mir nicht gefällt. Ja, und wie gesagt, wenn der hier dauernd meine Hütte weg sprengt, da habe ich natürlich auch überhaupt keinen Nerv drauf. Ja, gut. Mal sehen, wie wir das machen. Ich weiß noch nicht. Erstmal spielen wir jetzt so weiter. Und ich, ja. Gib Sand. So. Nein, das ist tatsächlich Sand. Ich wollte Erde haben. So, hier. Matschepampe. So. So. Alles wieder hübsch zumachen. Weil wir haben ja auch nichts Besseres zu tun, als hier Löcher zu stopfen. Und wahrscheinlich bei meinem Glück kommt jetzt der nächste angerannt. Der Krater wird noch ein bisschen tiefer. Nein, scheint nicht so zu sein. Gut, haben wir ja Glück, wa? Ja, jedenfalls nervt mich das. Und ich mag die Minecraft-Monster sowieso generell nicht. Also ich mag sie auch in Minecraft nicht. Und ich
Fand eigentlich die mein Testmonster immer sehr angenehm. Also angenehm im Sinne wie, sie sind zwar da, aber sie sind jetzt nicht so, dass man da ständig auf der Hut sein muss. Fand ich eigentlich viel angenehmer. Ah, geht schon wieder los? Nee, das war eine Kuh. Okay. Ja, ich würde sagen, unser Bettchen haben wir Gott sei Dank noch. Und Gott sei Dank habe ich eine vernünftige Rüstung. Sonst wäre das auch anders ausgegangen. Denke ich mal. Ja, na klar, Party. Oh, super. Guckt euch das an hier. Das ist doch nicht normal. Das macht doch keinen Spaß. Ja. Ja, ab ins Haus. Wo auch welche rumlaufen wahrscheinlich. Was ist zum Heulen? Ah, da, wo stelle ich mein Bett hin? Da, hier. So, gute Nacht. War's das? Scheinbar. Ah, da rennt noch einer rum. Ja, verrecke, verrecke. So. Ja, Creeper. Oh, Alter, nee. Die Kuh dreht auch am Rad. Das ist doch alles nicht normal. Ach, ja. So, auf jeden Fall haben wir jetzt weiße Blumen. Und jetzt gucke ich nochmal hier durch, ob hier nicht doch noch irgendwo irgendeine Hamsterbacke rumrennt. Das scheint nicht so zu sein. Es sei denn, hier oben trappt noch irgendwas rum. Das weiß ich jetzt so nicht. Ich wollte eigentlich mal bei der. Kleinen Augenblick. So, ich habe mal den Ingame-Sound einen kleinen Tuck lauter gemacht. Mal gucken, ob es was bringt, weil das ist mir das letzte Mal aufgefallen, war dann doch ein bisschen leise. Ja, dafür war ich umso lauter. Und jetzt hoffe ich, dass es so einigermaßen passt. Wir gucken mal. Oh, ja. Ey, das ist doch. Ja, das ist doch nicht. Oh, das ist doch nicht normal. Das macht doch keinen Spaß. Oh, Mann. Ich habe es gerade zugemacht, ne? Nee, Leute, tut mir leid, das muss wieder weg. Irgendwann ist die Hütte hier gesprengt und dann habe ich aber überhaupt keine Lust mehr. Kotzt mich das gerade an. Ja, das war jetzt mega. Also, meine Schlussfähigkeit fest, das nächste Mal haben wir wieder ganz normale Mobs. Tut mir leid, aber ich finde es ätzend, ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich Blumen aussehen und nicht hier Erde zu buddeln. Zum 10. Mal. Ja, verschwinde. Ich brauche kein Feind 50.000 Feuerzeug. Ah, Mann. Super, echt. Ach ja, ich hole noch mal ein bisschen Erde, wa? Und demnächst müssen wir Erde farmen gehen, wenn das so weitergeht. Da ist noch welche, super. Glück gehabt. Dumpti-du. Ich wollte gerade mit Shift laufen. Ein bisschen arg gestört. So, jetzt haben wir das geschafft, endlich mal. Und jetzt würde ich sagen, wie viele Blümchen habe ich denn gesammelt? Sechs, das ist nicht so. Hallo, komm hierher. Das ist jetzt nicht so viel. Aber ich würde sagen, wir säen die mal hier aus. Oh, und bei Gelegenheit gucken wir mal, dass wir
ein bisschen weiße Farbe ernten können. Hier ist ein Bogen. Oh, ja, das ganze Geschiss braucht auch keine Mensch, ey, ganz ehrlich. Ich finde die Tierchen ganz niedlich. Aber wie gesagt, es ruckelt schon wieder wie die Hölle, warum auch immer. Was ich nicht so lustig finde. Fenster, uns fehlen jede Menge Fenster noch, ne? Wir müssen noch Glas machen. Und dann wollte ich auch mal mich um die Innenreinrichtung kümmern und ja, so ist es halt. So, habe ich jetzt aber gerade keine Lust zu. Ich wollte eigentlich irgendwie hat mich der Creeper hier gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich würde gern Felder anlegen. Nur wie gesagt, wenn er hier dauernd irgendwie Creeper rumspringen, macht das natürlich auch nicht so wirklich Spaß. Ich denke mal, hier wäre ein ganz guter Platz für Felder, ne? So, dann machen wir das hier noch weg. Und dann würde ich sagen, kommen hier so die Felder hin. Wir machen keine Riesenfelder, wir machen eher so ein bisschen was Kleineres. Dann wollte ich auch mal gucken, dass wir diese, Mann, die Sachen von hier draußen mal noch irgendwie nach innen kriegen. Ja. Das sollten wir mal angehen und jetzt würde ich sagen, machen wir aber erstmal die Fenster fertig. Und was ich jetzt auch noch mache, ist so, tschüss. Hallo. Hallo. Und ja, das war's. Ja, gut, wunderbar. Spielen. Gut, wunderbar. So, ja, ist ja gut. So, kleiner Augenblick. Das haben wir gleich. Hallo. So. Hier. Object, glaube so hieß es. Ja. Object oder Object, keine Ahnung. Valid Command, okay. So war schon mal nicht. Okay. Clear Objects. Ich glaube so. Ja, immer noch falsch. Okay. Und dann war es dann so zusammenhängend geschrieben, glaube ich. Huh, so, wunderbar. So, jetzt ist erstmal alles weg an Viechern. Und dann nach einer kurzen Zeit ist alles wieder da. So, jetzt leckt es, kann es natürlich richtig lecken, bis alles bereinigt ist. Das hier zum Beispiel, ich schätze mal, das war ein Schaf oder sowas. Das nehmen wir allerdings mit. Okay, nee, das ist dann wahrscheinlich auch weg. Das macht aber nichts. Wie gesagt, jetzt herrscht Ruhe. Ich habe keinen Bock mehr auf Creeper, die mir immer alles wegsprengen, was ich hier hinbaue. Und ja. Ich weiß auch nicht, was das soll. So, dann würde ich sagen, schmeiß mal weg. Hallo? Ach so, ja. Okay, es leckt. Es leckt gerade. Das ist leider so. Take a long time. Ja, wie lange? Hallo? Und da lädt die Welt gerade nicht. Alles super. Ja, jetzt haben wir hier richtig Spaß. Wir warten, wir warten, wir warten. Hat er jetzt alles geklärt oder nicht? Ich habe es gar nicht gesehen.
Da, 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 da. Wir warten. Ja, es leckt immer noch, so wie es aussieht. Ja, es leckt immer noch. Wir warten. Und die Welt baut sich auch nicht auf. Alles wird gut, alles wird gut. Tut mir leid, es ist halt so. Ich denke, ich bin noch fast am Ende der Folge. Wie gesagt, eigentlich wollte ich gucken, dass wir den Innenausbau angehen und dass die Blumen sich hier so ein bisschen aussehen. Wisst ihr was? Lange Rede. Kurzer Sinn. Ich würde sagen, das war's für. Oh, es ist wunderbar. Ach, guck mal, und hier ist direkt Neues. Hier ist Kitty gespawnt und hier ist eine Kuh gespawnt, eine normale Kuh. Sehr schön. Jetzt bin ich schon etwas zufriedener. Jetzt spawnt hier auch in der Hütte nichts mehr. Das ist sehr, sehr angenehm. Oh, und guckt mal, es leckt nicht mehr. Ich kann laufen, ohne dass es ruckelt. Yay! Super schön, das gefällt mir. Ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir sind halt. 13 mal Glas. Hallo, komm doch mal her. So, danke schön. 13 mal Glas. Wir sind. Hallo, ich drücke immer die falschen Tasten. Ne? Ich weiß auch nicht warum. Ja, das habe ich gemacht. Wunderbar. Ja, den Dachboden machen wir natürlich auch noch ein bisschen schöner oder stilvoller. Ich finde das Geräusch meiner Leiter richtig klasse. So, dann würde ich sagen, machen wir hier demnächst überall Fenster rein. Aber wie gesagt, so richtig weitergehen tut es dann. Oh, was ist denn hier los? Das wollte ich gar nicht. So, ja. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.